Wie lange kann die Praxis noch an den Hauptnährstoffen Phosphor und Kali so extrem sparen? Obwohl im Durchschnitt viel weniger Phosphor und Kali gestreut werden als nötig, sind die erreichten Erträge auch 20 Jahre nach der Wende immer noch sehr hoch. Müsste nicht ein Abwärtstrend zu beobachten sein? Die Nährstoffmengen im Boden, die nutzbar gemacht werden können durch eine verbesserte Bodenbearbeitung, denn es sind ja nicht nur 20 cm, sondern der Boden ist ja oft in vielen Standorten tiefer, die reichen lange Zeit aus. Aber eins steht fest, wenn die Bodenvorräte fast ganz erschöpft sind, dann braucht es sehr große Mengen, um sie wieder aufzufüllen. Es gibt genug Beispiele aus anderen Ländern, wo zum Beispiel die Kaliumversorgung so stark zusammengebrochen ist auf Lössböden, dass, um überhaupt eine Kaliumwirkung wieder zu erzielen, bis zu 1200 Kilogramm Kalium pro Jahr gedüngt werden mussten. Und das sollte man eigentlich von vornherein vermeiden, denn die erschöpften Böden an Phosphorsäure, Kalium und auch an anderen Mineralstoffen, die Auffüllung sind teurer als die jährlich ständige Zufuhr und das Erhaltungsprinzip. Und es sollte eigentlich Sinn und Zweck der Bodenuntersuchung auch der Pflanzenanalysen sein, die Nährstoffversorgung unserer Böden mindestens im mittleren Bereich, im C-Bereich zu erhalten. Und wenn das erreicht ist, dann sollte man zumindest immer wieder das zuführen, was man durch die Pflanzen entzieht, damit kein Absinken kommt. Und auf vielen Böden ist ja heute bereits wieder, gehen die Erträge zurück, weil Nährstoffmangel vorhanden ist. Andererseits ist eins vergessen worden, ein weiterer Nährstoff, ich möchte einmal sagen Nährstoff, der auch eine Rolle spielt, das ist der Kohlenstoff. Und durch eine Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes in der Luft können auch Erträge etwas gesteigert werden, was ja früher in Gewächshäusern gezeigt werden könnte, wo man Kohlensäure mit Hilfe von Kohlensäureflaschen ausströmen ließ und die Erträge gesteigert worden sind im Vergleich ohne niedrigere Gehalte. Die etwas Erhöhung der Kohlensäuregehalte in der Luft hat natürlich auch etwas mit dazu beigetragen, dass die Pflanzen in der Lage sind, die aufgenommenen Mineralstoffe besser auszunutzen. Aber man sollte sich hüten, die Böden an Nährstoffen zu sehr, dass die Böden sich an Nährstoffen zu sehr erschöpfen. Das kostet dann umso viel mehr Geld.